Diese Geschichte beginnt an einem schönen Sonnabendmittag. Heute ist mein Glückstag. Ich habe den Bauern beim Unkrautziehen geholfen und dafür 2 Säcke Spezialerde für mein Gemüsebeet geschenkt bekommen. Außerdem hat er mir noch einen Umschlag zugesteckt. Bestimmt ist ein Geldschein darin. Zuallererst will ich mir etwas zu essen machen, damit ich Kraft für die Gartenarbeit habe. Was ist denn alles im Vorratsschrank? Leider nicht viel. Nur eine einzige Kartoffel. Ah, ich weiß. Daraus mache ich mir Kartoffelpuffer. Zuerst muss ich die Kartoffel schälen und raspeln. Was für ein herrlicher, ruhiger Tag. Den sollten wir unbedingt mit einem Picknick beginnen, nicht wahr, Monika? Oh ja, das machen wir, Herr Günther. Wo Schorsch bloß bleibt. Einen Gipsverband am Kopf? So ein Unsinn! Aber mir wächst bestimmt gleich eine Beule. Zeig mal her, mein lieber Schorsch. Und? Sieht es schlimm aus? Naja. Du kannst es ruhig sagen. Ich ertrage das schon. Aber es ist nichts zu sehen. Was? Überhaupt gar nichts? Nicht mal eine ganz klitzekleine Beule? Nicht die geringste. Kein Kratzer. Das ist ungerecht. Sei doch froh, Schorsch. Es ist nichts passiert. Nichts passiert, sagst du? Der olle Stein hat mir die ganze Frisur platt gedrückt. Ein Regenwurm hat keine Frisur. Aber mir brummt der Schädel. Ein Regenwurm hat auch keinen Schädel. Dann hab ich wenigstens eine Gehirnerschütterung. Hab ich überhaupt ein Gehirn? Auch wenn ich manchmal daran zweifle. Ja, das hast du. Seht ihr? Ach, jetzt sind meine ganzen klugen Gedanken durcheinander gekommen. Oh, deine Gedanken sind immer durcheinander. Komm mal her, mein lieber Schorsch. Ich puste drauf, das kühlt schön. Ist es besser? Ja, aber nur ein bisschen. Ich bin ein sehr empfindlicher Regenwurm. Nun sei doch nicht so zimperlich, Schorsch. Dieser kleine Bumser hat dir ganz sicher nicht geschadet. Kleiner Bumser, sagen Sie? Mir ist ganz schwindlig in der Rübe. Ein Regenwurm hat keine Rübe. Dann dreht es mir eben in der Birne. Ein Regenwurm hat auch keine Birne. Das geht mir aber langsam auf den Keks. Und auch keinen Keks. Mir ist trotzdem schwindlig. Ich brauche eine Krankentrage. Ich muss mich hinlegen. Aber du liegst doch immer, Schorsch. Dann muss ich mich eben aufregen. Du regst dich auch immer auf. Ich rege mich auch auf. Aber vielleicht tue ich dem Bauern Unrecht.
Ich habe noch nicht in den Briefumschlag hineingesehen, den er mir zugesteckt hat. Was? Da ist nur ein Lotterielos darin. Was soll ich denn damit? Da gewinnt man doch ohnehin nie etwas. Das werfe ich gleich in den Papierkorb. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ob ich mich beim Bauern beschwere? Aber dann gibt es Streit und das mag ich nicht. Am besten wird es sein, ich gehe ihm in Zukunft einfach aus dem Weg. Also ich höre mir dieses Gejammer nicht mehr länger an. Können wir jetzt endlich picknicken? Ich habe Hunger. Ein kleines Häppchen tut dir bestimmt gut, Schorsch. Das stärkt dich. Na meinetwegen. Aber auf deine Verantwortung, Monika. Ich werde erstmal einen Schluck aus der Vogeltränke nehmen. Das Wasser ist schön kühl. Prima. Damit kann ich meinen Kopf kühlen. Und zwar von innen. Tut das gut, wenn der Schmerz langsam nachlässt. Kannst du nicht einfach trinken wie jeder normale Regenwurm? Nö. Ich werde auch ein kleines Schlückchen nehmen. Was ist denn das? Das sind lediglich schimpfende Haussperlinge. Haussperlinge? Man nennt sie auch Spatzen. Die Spatzen kommen im Sturzflug. Angriff! Hey, was wollt ihr denn, ihr frechen Spatzen? Hoffentlich keine Regenwürmer. Da verkrieche ich mich lieber in meinem Häuschen. Keine Angst. Spatzen fressen am liebsten Körner und Samen von Gräsern. Ihre Kinder füttern sie mit Raupen, Blattläusen und anderen Insekten. Es besteht also keinerlei Gefahr für euch. Doch, es besteht die Gefahr, dass mir die Ohren abfallen. Ein Regenwurm hat keine Ohren. Das ist ja auch kein Wunder. Wahrscheinlich sind sie mir schon abgefallen. Aber warum schimpfen die Spatzen denn so laut? Das frage ich mich auch. Da sitzt doch tatsächlich eine ganze Horde Spatzen auf meiner Dachrinne und zetert. Es ist irgendwie putzig, wie sie sich aufplustern. Warum sie sich bloß so aufregen? Die Spatzenmänner verteidigen lediglich laut chillpend ihr Nest und ihre Lieblingsplätze. Die Spatzen verteidigen ihr Nest? Dann ist es sicher ganz in der Nähe. Aber wo? Oh, ich glaube, ich habe es entdeckt. Da gucken Grashalme unter einer kleinen Lücke am Dachrand hervor. Ich wollte diese Öffnung schon längst verschließen. Zum Glück bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich würde es auch nicht schön finden, wenn mich jemand aus meinem Haus aussperrt. Nun wundert es mich nicht mehr, dass die Spatzen jedes Mal schimpfen, wenn ich an der Haustür bin. Ich verstehe kein Wort, wenn alle Spatzen durcheinander schimpfen. Es würde doch reichen, wenn nur ein Spatz schimpft. Ich schimpfe ja auch allein und nicht im Regenwurmchor. Spatzen sind nun einmal äußerst gesellige Tiere. Ein Spatz kommt niemals allein. Sie unternehmen alles gemeinsam mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. Ja, das kenne ich. Ich habe auch eine große, weit verzweigte Familie. Und wenn wir alle zusammenkommen, wird es auch sehr laut. Spatzen stehen am Morgen gemeinsam auf und beginnen den Tag mit einem Lied. Dann flattern sie zusammen zu ihren Futterplätzen. Sie halten gemeinsam Mittagsruhe und am Abend flattern sie vereint zu ihren Schlafplätzen und singen noch ein Schlaflied. Das erinnert mich an etwas. Ich war als Kind einmal in einem Ferienlager. Dort haben wir als großer, lärmender Trupp auch immer alles gemeinsam gemacht. Das Essen, das Schlafen und das Singen. Gemeinsam macht alles zwar mehr Krach, aber auch viel mehr Spaß. Bildet sich dieser kleine Spatz etwa ein, er kann mich vertreiben? Hier ist besetzt! Hallo, kleiner Spatz! Ich bin schon groß und ich bin Pixie. Die anderen haben mich vorgeschickt. Ich soll euch das alles sagen. Und was sollst du uns sagen? Dass es eine Frechheit ist und ich mich beschweren werde. Wir flattern hier so lange rum und schimpfen, bis wir unsere Badewanne zurückhaben. Eure Badewanne? Aber das ist unsere Trinkschale. Die Vogeltränke ist für alle Vögel da. Auch für alle Regenwürmer. Und für alle Schnörkelschnecken. Nein, das ist unsere Badewanne. Und die ist nur für Spatzen. Frag meine Mami. Und mein Papi kannst du auch fragen. Der Opa weiß auch Bescheid. Und die Oma und die Tante Else und der Onkel Ewald. Und die anderen sagen das alle auch. Wir flattern hier so lange rum und schimpfen, bis wir unsere schöne Badewanne zurückhaben. Piep, 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 piep.
mit dem Gänseschnabel. Und weg mit der Gänseflosse. Weg, 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 weg. Ich denke ja nicht daran. Ich auch nicht. Ich bin verletzt. Man muss auf mich Rücksicht nehmen. Aber ihr müsst uns Platz machen. Schnell, 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 schnell. Ich bin eine Schnürkelschnecke. Bei mir geht sowieso nichts schnell. Aber wir baden hier jeden Tag. Die Badewanne gehört also uns. Uns ganz allein und gar keinem sonst. Keiner Schnecke, keinem Regenwurm, keiner Taube, keiner Elster, keinem Storch, keinem Specht, keinem Kranich, keinem Wiederhopf, keiner Amsel. Wir haben's begriffen. Na, ihr vielleicht. Aber der große, dicke Vogel dann nicht. Ich muss doch sehr bitten. Ich bin eine stattliche Gans. Die Badewanne gehört auch keiner Gans. Sie tunken den Schnabel in unser Badewasser rein. Ich bin nun einmal durstig. Und ich bin hungrig. Ich muss doch einmal in der Küche nachschauen, ob meine Kartoffelpuffer fertig sind. Ah, wie das duftet. Sie sind goldbraun. Genau richtig. Ich werde sie mit Apfelmus essen. Köstlich. Aber leider viel zu wenig. Das sind ja nur 2 Bissen. Zu schade, dass ich keine Kartoffeln mehr habe. Der Bauer hätte mir ruhig ein paar mitgeben können. Wir wollen endlich in unsere Badewanne. Wir wollen baden, planschen, schwimmen. Also ich finde, die Vogelkränke sieht überhaupt nicht aus wie eine Badewanne. Da hat die Monika recht. Es fehlt noch so einiges. Ja, ich weiß, was da fehlt. Da fehlen ein paar Spatzen im Wasser drin. Nö. Es fehlt vor allem ein gut riechender Badezusatz. Da hat der Schorsch recht. In eine Badewanne gehört lieblich duftendes Schaumbad. Meint ihr? Aber ich hab gar kein Schaumbad. So ein Vogelkletz aber auch. Was mache ich denn da? Hat irgendjemand von euch Schaumbad? Mami, Oma, Tante Else? Wir haben alle kein Schaumbad. Das ist unfair. Warte, ich helfe dir. Ja, das hier schnuppert prima. Das krümle ich ins Wasser. Du bist aber ein sehr netter Regenwurm. So gefällt mir unsere Badewanne noch viel besser. Poh, von wegen. Das war schon immer die Vogeltränke. Ich werde gleich noch einen großen Schluck trinken. Pfui, au, was piekt denn da so? Sie haben eine Fichtennadel im Schnabel stecken. Geben Sie sofort meine Fichtennadeln zurück. Das ist mein Badezusatz. Ich nehme auch sehr gerne Fichtennadel-Schaumbad als Badezusatz. Damit kann ich sogar Seifenblasen machen und das ganze Badezimmer duftet gleich wie ein Fichtenwald. Pfui, Spinne! Deinen sogenannten Badezusatz will ich überhaupt nicht haben! Für eine richtige Badewanne fehlt aber noch Blubberschaum. Blubberschaum? Aber den haben wir doch erst recht nicht. Wo nehmen wir denn den wieder her? Wer braucht denn Blubberschaum? Auf dem Gänseteich ist auch keiner und es badet sich dort hervorragend. Also meine Enkelin Mili hat auch am allerliebsten ganz viel Blubberschaum in ihrer Wanne. Wofür ist der Blubberschaum denn gut, Schorsch? Na, damit das Baden Spaß macht. Ich halte einen Strohhalm ins Wasser und blubbere damit. Hihi, guckt alle her. Ich kann Unterwasserbläschen machen. Das sieht aber lustig aus. Das gefällt mir. Soll ich dir vielleicht auch noch ein Quietscheentchen besorgen? Eine Ente darf nicht mit in unsere Badewanne. Die trinkt vielleicht das Badewasser aus. Wenn jemand unser Badewasser austrinkt, schimpfen wir so lange, bis wir Neues bekommen. Also dieser Spatzenlärm wird mir langsam zu viel. Ich werde mir zur Beruhigung ein Salatblatt aus dem Gemüsebeet holen. Aber die Monika hat recht. In der Badewanne braucht man was zum Spielen, sonst macht es keinen Spaß. Meinst du? Bis jetzt hat uns das Baden auch ohne Spielzeit Spaß gemacht. Aber mit einem Schiffchen würde es noch mehr Spaß machen. Meine Enkelin Mili nimmt auch immer ganz viele Badetiere mit in die Wanne und spielt stundenlang im Wasser. Mit Schiffchen macht das Baden eindeutig mehr Spaß. Aber wo finden wir denn so ein Schiffchen? Ihr könnt das kleine Rindenstück nehmen. Das schwimmt sehr schön auf dem Wasser. Oh ja, prima. Wir haben ein Schiffchen. Mami, Papi, Oma, Opa, Tante Else, Onkel Ewald und überhaupt alle kommt her. Das Badewasser ist angerichtet. Es hat gerade die richtige Temperatur. Na los, seid alle rein und planscht und macht es euch gemütlich. Halt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich war zuerst hier. Ich brauche etwas zum Herunterspülen beim Picknick.
Das ist eine Vogeltränke und kein Vogelbad. Nein, das ist unsere Badewanne. Unsere ganz allein, seit ich aus dem Ei geschlüpft bin. Also schon immer. Wehe, sie ziehen den Stöpsel. Eine Vogeltränke hat keinen Stöpsel. Aber eine Vogeltränke hat auch kein Schiffchen. Könnten Sie nicht einfach ein Stück zur Seite rücken, Herr Günther? Das finde ich auch gut. Ich habe nämlich so richtig Lust, mit in diese schöne Badewanne zu steigen und das Schiffchen schwimmen zu lassen. Ich auch. Wollen wir nicht alle zusammen baden und Kapitän spielen? Ich denke ja nicht daran. Ich lasse mich doch nicht von ein paar lächerlichen Spatzen vertreiben. Dann schimpfen wir weiter, so lange, bis wir unsere Badewanne zurückhaben. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser schimpfen? Ich habe eine schwere Kopfverletzung und starke Schmerzen. Aber wenn wir leise schimpfen, beachtet uns keiner, weil wir so klein sind. Schorsch, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Na klar, kommt mir das bekannt vor. Ich muss auch immer besonders laut schimpfen. Wie soll sich ein armer, kleiner Regenwurm denn sonst durchsetzen? Ja, genau. Wie soll sich ein armer, kleiner Spatz denn sonst durchsetzen? Aber nicht mit Pixi. Jawohl, nicht mit Schorsch. Aber noch viel weniger mit Pixi. Mit Schorsch am allerwenigsten. Schimpfen macht Spaß. Was ist denn dein Lieblingsschimpfwort, Schorsch? So ein Mist aber auch. Das gefällt mir gut. Kann ich das auch mal probieren? Na klar. So ein Mist aber auch. Ja, das klingt gut. Aber meins ist noch besser. So ein Vogelklecks aber auch. Das ist auch nicht schlecht. So ein großer, grüner Vogelklecks aber auch. Das macht Spaß. Und was ist dein Lieblingsschimpfwort, Monika? Ich weiß nicht. Vielleicht Schnörkelschneckenschleim? Das ist doch kein Schimpfwort. Vielleicht hat der kluge Herr Günther ja ein besseres. Er weiß doch immer alles. Bei so einem Unsinn mache ich nicht mit. Ihnen fällt bloß nichts ein. Endlich mal was, worin ich besser bin. Ich bin sozusagen der Meister im Schimpfen. Und ich bin Weltmeister im Schimpfen. Aber ich bin der Oberweltmeister. Jetzt passt mal alle auf. So ein großer Mist, aber auch. Das war alles? Das kann ich besser. So ein großer Vogelklecks, aber auch. So ein großer grüner Pferdeapfelmist. Aber auch! So ein großer, klitziger Riesenvogelklecks, aber auch! Jetzt ist es aber genug! Hört sofort auf damit! Aua! Nicht so laut, Monika! Mir tut der Kopf weh! Ich bin laut! Ihr schimpft doch hier die ganze Zeit laut herum! Das war doch bloß ein sportlicher Wettkampf! Wir wollen nämlich rausfinden, wer von uns beiden schöner schimpfen kann! Das kannst du überhaupt nicht. Ich kann das. Herr Günther, Sie müssen der Schiedsrichter sein. Sonst hören die beiden nicht auf zu schimpfen. Poh, keiner von beiden ist Sieger. Das ist ungerecht. Und wieso nicht? Auf einer meiner weiten und äußerst bildenden Reisen habe ich von jemandem gehört, der viel lauter schimpfen kann. Ob der gelehrte Gänserich den Bauern meint? Der kann wirklich sehr laut schimpfen, wenn ihm die Krähen die frische Saat aus der Erde picken. Oh je. Hoffentlich kommt dieses Tier nicht auch noch in unseren Garten. Davor musst du keine Angst haben, kleine Monika. Dieses Tier lebt nämlich in Südamerika und heißt Brüllaffe. Brüllaffe? Gibt's vielleicht auch einen Brüllregenwurm? Oder vielleicht einen Brüllspatzen? Natürlich nicht. Das ist ungerecht. Nein, es ist unfair. Wie laut ist so ein Brüllaffe denn? Das Schimpfen eines Brüllaffen ist so laut wie eine Motorsäge und viele Kilometer weit zu hören. Donnerwetter, das ist wirklich mächtig laut. Mein Nachbar hat eine Motorsäge und wenn er damit die Hecke stutzt, tun mir die Ohren weh und die Gläser klappern im Schrank. Und so laut ist ein Brüllaffe? Wie gut, dass in meinem Dorf keiner lebt. Aber warum schimpfen die Brüllaffen denn so laut? Sie versuchen mit ihrem Gebrüll andere Brüllaffen zu vertreiben, die in ihr Revier eindringen. Sie haben in ihrer Kehle eine Art Schallverstärker. Dadurch können sie viel lauter schimpfen als alle anderen Affen. Vielleicht sollte ich auch mal so einen Schallverstärker verschlucken. Wage es nicht, Schorsch. Dann ist wohl keiner von uns beiden der Weltmeister im Schimpfen. Ach, schade.
Dabei hat mir unser Wettkampf gerade so richtig Spaß gemacht. Könnt ihr nicht etwas Vernünftiges unternehmen? Nette Leute schimpfen jedenfalls nicht ständig. Da hat die kleine Monika wirklich recht. Ich zum Beispiel bin ein sehr netter Graugänserich. Ich schimpfe niemals. Ich zupfe nur hier ein Blättchen und da ein Blättchen, denke mir meinen Teil und trinke ein Schlückchen aus der Vogeltränke. Das ist unsere Badewanne. Und wenn Sie nicht gleich zur Seite rücken mit Ihrem großen Würfel, dann schimpfe ich so laut wie ein Brüllaffe. Geht das schon wieder los? Aber ich habe immer noch nicht meine Badewanne wieder. Ich muss schimpfen. Los, Schorsch, mach mit. Nö, wir sollten wirklich nicht so viel rumschimpfen. Mir tut nämlich immer noch der Kopf weh. Da hörst du es, Pixi. Da steht die allerschönste Badewanne mit Fichtennadel, Schaumbad und Schüppchen und wir können nicht rein. Wie soll ich denn sonst zu meinem Recht kommen? Ich weiß es. Wir beschweren uns einfach. Ja, prima Idee. Wir beschweren uns im Büro. In welchem Büro denn? Na, im Büro für Regenwurmangelegenheiten natürlich. Oh, aber wieso ist es kein Büro für Spatzenangelegenheiten? Ich habe doch keine Regenwurmangelegenheit. Ich habe eine Beschwerde. Die wichtigste Regenwurmangelegenheit ist aber die Beschwerde. Ein Regenwurm kommt nämlich immer zu kurz. Und ein Gänserich hat immer Hunger. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Da schimpfe ich lieber wieder. Das hat sich bewährt und das kann ich gut. Das Büro für Regenwurmangelegenheiten ist für alle da, die zu kurz gekommen sind. Es ist also ein ganz normales Beschwerdebüro. Kann sich da auch ein Spatz beschweren? Na klar. Ob ich mich da auch beschweren kann? Ich habe die ganze Woche beim Bauern auf dem Feld geschuftet für einen Sack voll Steine und ein Lotterielos. Das ist nicht in Ordnung. Im Büro für Regenwurmangelegenheiten kann sich jeder beschweren, der Lust hat. Ich habe große Lust dazu. Dann beschwere ich mich gleich mal als erstes, dass es kein Büro für Spatzenangelegenheiten gibt. Ja, also so schnell geht das auch wieder nicht. Ich brauche erst mal ein paar Blätter für die Beschwerdeformulare. Was? Die Blätter gehören mir, die wollte ich gerade zum Picknick essen. Aber wir brauchen die Formulare, sonst muss ich schimpfen. Das ist Blätterverschwendung. Ich möchte mich beschweren. Da müssen Sie sich hinten anstellen. Ich denke ja nicht daran. Was ist denn nur los hier? Warum regen sich denn alle immerzu auf? Es gibt doch gar keinen Grund dazu. Herr Günther, seien wenigstens Sie vernünftig. Aber es waren meine Blätter. Wenn ich nicht sofort etwas zu fressen bekomme... Ah, hier ist ein knackiges Gänseblümchen. Das hilft fürs Erste. Herr Günther, das war mein Blümchen. Aber doch bloß ein ganz kleines, mickriges. Und mickrig, sagen Sie? Das war das Blümchen von meinem Hut. Sie haben meinen Hutschmuck gefressen. So, ich bin fertig. Ding Dong. Das Büro für Regenwurmangelegenheiten ist eröffnet. Wer von euch möchte sich denn gern beschweren? Ich! Meine Güte, ist das ein Ansturm! Wer von euch hat denn die dringendste Beschwerde? Ich! Also so geht das nicht. Ihr müsst eine Wartemarke ziehen. Ach, diese Wartemarken kenne ich. Einmal musste ich zum Röntgen in das große Stadtkrankenhaus. Dort haben so viele Menschen darauf gewartet, dass sie endlich an die Reihe kommen. Und damit alles gerecht zuging und sich keiner vordrängen konnte, musste man am Eingang aus einem Automaten eine Wartemarke ziehen. Auf der Marke stand die Nummer 117, das weiß ich noch. Und ich musste 2 Stunden warten, bis ich endlich an die Reihe kam. Kann ich die Wartemarke mit in meine Badewanne nehmen? Vogeltränke. Badewanne. Ich möchte so eine Wartemarke haben, aber ich will nicht warten. Es ist ganz dringend bei mir. Wie sieht denn so eine Wartemarke aus? Das ist ein Blatt mit einer Nummer drauf. Oh, ein Blatt? Welche Sorte denn? Das ist egal. Die Blattsorte ist aber niemals egal. Wenn ich eure Nummer aufrufe, dann seid ihr dran. Was ist denn meine Nummer? 1, die 2 oder die 3. Ich bohre nämlich Löcher in die kleinen Wartemarkenblätter. Ein Loch. 2 Löcher. Und 3 Löcher. Jetzt
muss jeder einen Platz ziehen. Och, ist das aufregend. Ich bin gespannt, wie viele Löcher in meinem Platz sind. Och, es sind zwei. Na gut, besser als drei. Dann bin ich als zweite dran. Ich will auch ein Blatt haben. Och, köstlich. Sauerampfer. Also ich muss sagen, dieses Büro für Regenwurmangelegenheiten ist gar nicht so übel. Oh. Dann ist mein Blatt das letzte. Na, das war ja klar. Ich hab die Nummer 3. Das ist unfair. Ding dong. Die Nummer 1 ist dran. Wer hat die Nummer 1 gezogen? Ich nicht. So ein Vogelklecks aber auch. Ich habe sie leider auch nicht. Na, dann ist ja alles sonnenklar. Wenn ihr sie nicht habt, dann besitze ich die Wartemarke Nummer 1 und bin als Erster dran. Das kann ja jeder behaupten. Ich möchte die Marke Nummer 1 sehen, als Beweis. Das wird schwierig. Ich hatte solchen Hunger. Machen Sie mal den Schnabel auf. Nichts zu sehen. Kann ich trotzdem Erster sein? Nein! Kann ich vielleicht noch so eine Marke bekommen? Nein. Der Nächste bitte. Wer hat die Nummer 2? Ich. Das bin ich. Hier ist meine Marke. Nummer 2. Na gut, Monika. Und was hast du für eine Beschwerde? Herr Günther hat das Gänseblümchen von meinem Hut gefressen. Aber doch nur aus Versehen. Aha. Er gibt es also zu. Dann ist der Fall klar. Ich lege dein Beschwerdeformular zu den Akten, Monika. Ja, und nun? Nun ist der Fall erledigt. Wenn der Fall erledigt ist, könnte ich dann vielleicht das Formular auffressen? Was denn? Das war alles? Na klar. Du hast dich beschwert und ich habe mir das angehört. Geht's dir jetzt besser? Nein. Ich möchte Hilfe. Mein Hut sieht nicht mehr schön aus ohne Blümchen. Vielleicht werde ich davon krank. Du hast gesagt, im Büro für Regenwurmangelegenheiten kümmert man sich um alle, die zu kurz gekommen sind. Also musst du dich jetzt um meine Beschwerde kümmern. Na gut, dann ordne ich hiermit an, dass der Herr Günther dir eine neue Blume besorgen muss. Was? Na meinetwegen. Nimm die hier, Monika. Die ist schön lila und viel größer als eine Gänseblume. Nein, das ist eine Distel. Die kratzt. Ich weiß. Deswegen kannst du sie ja haben. Die schmeckt mir nämlich nicht. Ich möchte mich schon wieder beschweren. Herr Günther, Sie müssen Monika genau so eine Blume besorgen, wie Sie aufgefressen haben. Also gut, hier ist ein Gänseblümchen. Ich stecke es wieder an deinen Hut, obwohl mir das Wasser im Schnabel zusammenläuft. Ich habe mein Blümchen wieder. Mein allerliebstes Blümchen. Fühlt sich die Welt wieder schön an? Na fein, Problem gelöst. Bin ich jetzt endlich an der Reihe? Hier ist die Wartemarke Nummer 3. Ich werde sie kontrollieren. Ja? Sehr gut. Es ist tatsächlich die 3. Ob ich auch so eine Wartemarke ziehe, damit ich mich über den Bauern beschweren kann? Oder ob ich gleich zum Bürgermeister gehe? Worüber möchtest du dich denn beschweren, Pixi? Ich beschwere mich im Namen meiner Familie. Wir wollen unsere Badewanne zurückhaben. Herr Günther rückt nicht zur Seite und wir kommen nicht an unser Wasser. So? Dann darf ich wohl auch mal meine Beschwerde vortragen. Das ist noch nicht raus, ob Sie das dürfen. Sie haben Ihre Wartemarke aufgefressen. Aber die Spatzenfamilie schimpft die ganze Zeit, wenn ich in Ruhe trinken möchte. Das ist eine Vogeltränke. Ich habe das Recht, daraus zu trinken. Ich bin schließlich ein Vogel. Ach, das ist aber wieder mal anstrengend heute im Büro für Regenwurmangelegenheiten. Und dass ich solche Kopfschmerzen habe. Könnt ihr euch nicht irgendwie einigen? Schorsch hat recht. Die Wasserschale kann doch für beides genutzt werden. Einmal zum Baden und einmal zum Trinken. Poh, ich werde doch nicht aus einer Brühe trinken, in der schon ein Dreckspatz gesessen hat. Ich bin kein Dreckspatz. Ich bin ein sehr reinlicher Spatz. Ich habe heute schon zweimal im Staub gebadet. Im Staub? Aha, sozusagen im Dreck. Also wohl doch ein Dreckspatz. Ich notiere. Wo sind denn meine Formulare hin? Die hat der Herr Günther aufgefressen. Ich habe auch schon gesehen, wie sich Spatzen im Dreck wälzen. Sind das vielleicht doch schmutzige Tiere? Also, ich muss zugeben, Spatzen sind in Wahrheit sehr reinliche Tiere, die ihre vielen Federn außerordentlich gut pflegen. Sie duschen sogar sehr gern im Regen. Spatzen duschen sich?
Das mache ich auch am Morgen. So starte ich frisch und sauber in den Tag. Also wenn ich durch den Staub krieche, bleibt der ganze Schmutz an mir kleben. Wird Pixie denn nicht schmutzig bei einem Staubbad? Nein, im Gegenteil. Seine Federn sind nicht so klebrig wie deine Schneckenhaut. Das Baden im Sand oder Staub säubert Pixie. Die winzigen Körnchen dringen dabei nämlich zwischen die Federn. Aha, also hat Pixie doch Dreck am Stecken. Hab ich gar nicht. Nach dem Staubbad schüttel ich mich nämlich kräftig. Dabei schleudert er das Ungeziefer, das sich in seinen Federn verfangen hat, mit heraus. Auf diese Weise ist das Gefieder eines Spatzen immer gepflegt. Das erinnert mich an etwas. Meine Cousine Bertha benutzt manchmal Trockenshampoo. Das ist ein Puder, das sie sich in die Haare sprüht, wenn sie keine Zeit hat, sie zu waschen. Der Puderstaub nimmt Schmutz und Fett aus den Haaren auf und man kann alles zusammen einfach ausbürsten. Und so funktioniert das Staubbad beim Spatzen? Ganz schön clever, der kleine Kerl. Also Scheuersand zum Waschen wäre mir zu kratzig. Es gibt Tiere, die sogar noch viel schärfere Reinigungsmittel benutzen, um sauber zu werden. Noch schärfere Reinigungsmittel? Ist das nicht gefährlich? Also ich benutze für meinen Körper Seife und Duschbad. Scharfe Reinigungsmittel nehme ich nur zum Putzen. Oh, erzählen Sie mal. Das interessiert mich. Ich bin sehr für Sauberkeit. Eichelhäher benutzen Ameisensäure, um lästiges Ungeziefer loszuwerden. Das ist aber spannend. Ich benutze manchmal Zitronensäure zum Putzen. Aber wo kriegt der Eichelhäher denn die Ameisensäure her? Ist doch ganz klar. Er geht in den Laden und sagt, eine Flasche Ameisensäure bitte. So ein Unsinn. Der Eichelhäher legt sich mit ausgebreiteten Flügeln auf einen großen Ameisenhaufen. Und was passiert dann? Dann fängt er an zu schnarchen. Aber nein, dann besprühen ihn die Ameisen mit der scharfen Ameisensäure, weil sie ihn für einen Eindringling halten und vertreiben wollen. Ah, ich verstehe. Ich bin schon einmal von einer Ameise gezwickt worden. Obwohl die Ameise so winzig war, dass ich sie kaum sehen konnte, hat es sehr weh getan. Das lag sicher an der Ameisensäure, die in die Wunde gekommen ist. Diese scharfe Ameisensäure hilft gegen Ungeziefer. Ganz schön clever, dieser Eichelhäher. Also ich würde nicht in einem Ameisenhaufen baden wollen, um meine Flöhe loszuwerden. Ein Regenwurm hat keine Flöhe. Na bloß gut. Ich bade auch viel lieber im Wasser. Und ich würde schon längst wieder in der Wanne sitzen, wenn der Herr Gänserich nicht den Weg versperren würde. Ich glaube, wir müssen wieder anfangen zu schimpfen, damit er endlich zur Seite rückt. Ruhe im Büro! So kann ich nicht arbeiten! Außerdem wollten wir uns doch gerade einigen. Wie wär's, wenn wir alle zuerst gemeinsam aus der Schale trinken und danach kann die Spatzenfamilie baden? Das finde ich gut. Wir trinken nämlich sowieso immer zuerst ein Schlückchen und dann baden wir. Herr Klinker, was sagen Sie? Also gut, das klingt vernünftig. Ich werde noch einen kräftigen Schluck aus der Vogeltränke nehmen und dann kann sie als Badewanne genutzt werden. Aber trinken Sie nicht zu viel, damit noch Wasser für uns drin ist. Ich futtere ohnehin lieber saftige Blätter. Bitte sehr, die Wanne ist frei. Oh, wie herrlich. Das Wasser ist so angenehm. Los, Leute, kommt alle her. Mami, Papi, Oma, Opa, Tante Else, Onkel Ewald. Auf die Plätze, fertig, ab in die Wanne. Mit Karacho. Kann jetzt die Schnupperblasen zu machen. Und das Hüpfen muss angeschubst werden. Ha, da krieg ich gleich Lust, mit reinzuhüpfen. Na, dann komm doch her. Für einen Regenwurm ist in der kleinsten Pfütze Platz. Dann werde ich mal reinsteigen. Erst vorsichtig mit dem Regenwurm an Spitzenzipfelchen testen. Ah, sehr angenehme Temperatur. Das tut gut. Los, Monika, komm auch mit rein. Ja, wir spritzen mit Wasser. Das macht Spaß. Ich bleibe lieber am Rand sitzen. Schrub mir mal den Rücken, Monika. Ja, ja. Noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen. Unten, ja, mehr oben, links, links. Und hier auch, ja. Oh, ja. Ich muss mich noch unter den Flügeln waschen. Und am Bauch auch. Und meine Rückenfedern brauchen noch Wasser. Das ist wirklich zu niedlich. Die Spatzen bekommen gar nicht genug davon. Sie spritzen und planschen in der Vogeltränke herum, wie meine Enkelin Millie in der Badewanne. Ich werde jetzt immer darauf achten, dass die Vogeltränke gefüllt ist, damit die Spatzen baden können. Am liebsten würde ich auch mit hinein.
Ein Gänserich wie ich badet ebenfalls sehr, sehr gern. Aber ich fürchte, die Vogeltränke ist ein wenig zu klein für mich. Dann futtere ich eben inzwischen ein wenig Salat im Gemüsebeet. Tut mal nicht so rum hier. Ich muss nämlich noch ein bisschen vorsichtig sein wegen meiner schweren Kopfverletzung. Was denn für eine Kopfverletzung? Ich habe mich an einem sehr harten, sehr spitzen Stein gestoßen. Das war sehr gefährlich. Ha, Schorsch! Von wegen! Dein sehr harter und sehr spitzer Stein ist lediglich eine Kartoffel. Seht ihr, du kannst dich unmöglich an einer Kartoffel verletzt haben. Was höre ich da? Das sind gar keine Steine. Da muss ich doch gleich einmal nachsehen. Tatsächlich. Na, so etwas. Ich hätte mal meine Brille aufsetzen sollen. In dem einen Sack waren Kartoffeln. Und was für schöne. Ich habe dem Bauern Unrecht getan. Bloß gut, dass ich mich noch nicht beschwert habe. Ach, da bin ich aber froh, Schorsch. Du hast gar keine schwere Verletzung. Aber fast hätte ich eine gehabt. Und das Lotterielos werde ich lieber wieder aus dem Papierkorb herausholen. Man kann ja nie wissen. Prima, Schorsch. Dann können wir jetzt zusammen im Wasser toben. Juhu! Schieb mal das Schiffchen rüber. In unserer Badewanne bin ich Kapitän. Ahoi! Also jetzt komme ich aber auch mit rein. Das Wasser ist ganz nass. Wenn ich das so höre, kriege ich direkt Sehnsucht nach meinem Gänseteich. Aber zusehen macht auch Freude. Vor allem, weil ich dabei Salatblätter futtern kann. Wie schön, dass der Tag so harmonisch endet. Da habe ich mich heute wirklich ganz umsonst geärgert. Die Kartoffeln vom Bauern sind geradezu prächtig. Und wenn ich beim nächsten Mal etwas nicht in Ordnung finde, werde ich mich nicht gleich aufregen, sondern lieber nachfragen. Man kann sich schließlich auch irren und dem anderen Unrecht tun. Dann will ich mal die Kartoffeln auflesen und in meine Vorratskammer legen. Und das Lotterielos hebe ich gut auf. Wer weiß, vielleicht bringt es mir ja Glück. Und wenn nicht, dann habe ich immer noch die schönen Kartoffeln. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und wisst ihr, was ich danach mache? Ich baue ein Vogelhaus für die Spatzen. Und zwar ein Reihenhaus, damit die ganze Rasselbande unterkommt. Das wird ein Spaß. Ein Stück. Jetzt komme ich! So ein Mist aber auch. Jetzt ist kein Wasser mehr in der Wanne.